Hallo zur Szene München. Tough times, aber ich muss ja trotzdem weiterarbeiten. Kann jeden verstehen, der gerade keinen Bock auf Comedy hat, aber vielleicht suchen ja die einen oder anderen etwas Zerstreuung. Peace. Das ist der jüngste Instagram-Post von Simon Pierce. Dazu noch ein paar Daten und hier ist er, Simon Pierce. Servus. GSD. Du, wie fühlt sich Comedy für dich in diesen Zeiten an? Ja, irgendwie ist es schwierig. Also, ich glaube, einerseits denke ich mir, die Leute brauchen gerade vielleicht auch ein bisschen Zerstreuung. Andererseits fühlt es sich halt irgendwie komisch an, jetzt irgendwelche Witze zu machen oder was Lustiges zu posten. Oder gerade jetzt eben in dem Fall auch Werbung für mein Programm zu machen, wo es halt gerade, ja, wo es einfach gerade Krieg ist. Man einfach mal so sagen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es das dann erst recht braucht. Also die Leute kriegen gerade genug Scheiß um die Ohren gehauen, dann man muss ja mal irgendwo abschalten und das Ganze irgendwie loswerden. Bezeichnenderweise heißt ja dein Programm auch Peace on Earth, wobei das R in Klammern steht, also Friede auf Erden im Prinzip. Ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt mir auch gestern erst darüber Gedanken gemacht, weil ich nächste Woche spiele ich in Germering das erste Mal seit Kriegsbeginn. Und ich habe das immer so, also meine Einleitung war auch immer so, ja, ich will natürlich nicht den Weltfrieden herbeirufen, aber das ist irgendwie, mir ging es dann eher um so gesellschaftlich, dass wir halt so viel gegeneinander ist und nur noch miteinander gestritten wird und nicht mehr diskutiert. Und habe dann immer gesagt, jetzt zum Glück sind wir vom wirklichen Krieg eigentlich relativ weit entfernt, zumindest wir da, wo wir leben. Und die Einleitung muss ich jetzt auch einmal ändern, auf jeden Fall. Das heißt, die Zeit hat deinen Programmtitel eingeholt. Tatsächlich, traurigerweise, ja. Hast du irgendwas umgeschrieben, irgendwas rausgenommen, was sich für dich nicht richtig anfühlt? Nee, das mache ich nicht, beziehungsweise das mache ich, wenn dann eh immer. Also ich mache das schon, aber das passiert halt quasi spontan. Also auf der Bühne dann. Ich rede da aus dem Bauch raus. Ich schreibe gar nicht mehr dran rum. Ich habe das irgendwann mal geschrieben, ursprünglich. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, wie ich es jetzt performe. Und ich werde tatsächlich ein paar Passagen werden anders rauskommen oder ich werde anders, ich stelle immer, also gerne, ich mache halt eine Comedy-Nummer und stelle dann manchmal so gesellschaftliche Bezüge her. Aus dem Urologenbesuch und da mal, oder aus einer Flugangst und aus der Irrationalität der Flugangst, daraus mache ich halt dann so kleine, meine Gedanken, meine Two Cents dazu noch und die werden jetzt halt natürlich sich wahrscheinlich auch mit dem Krieg beschäftigen. Auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anfühlt, aber ist es nicht gerade jetzt wichtig zu lachen? Denn sich über etwas zu stellen, hilft ja dabei, mit so einer Situation umzugehen. Ja, auf jeden Fall. War ja auch immer schon so und es hat es auch immer gebraucht. Und die Leute brauchen es auch. Ich selber brauche es auch. Mein Humor ist mein Ventil immer schon gewesen. Deswegen mache ich den Job auch. Und jetzt brauche ich gerade ein großes Ventil. Deswegen brauche ich es. Und die Menschen auch. Auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns eh. Also, das darf man nicht vergessen. Diese Trauer und diese Überforderung und das Unverständnis haben wir eh alle. Das muss man, also kann auch jeder machen, aber das muss man nicht die ganze Zeit posten, vor sich her nach außen tragen. Und gleichzeitig darf man aber auch noch Fußballspiel anschauen und darf auch immer noch zum Lachen gehen. Wir müssen sich alle einigeln. Interessant auch die Ruth Moschner, der ich ja übrigens zu verdanken habe, dass ich diese Sendung hier mache, ne? Weil sie war ja früher mal bei uns, da Wirklich? hieß es noch TV München. Ja. Jetzt Ach, pass mal stimmt. auf, die Ruth hat ja kommentiert, Selenskyj hat früher auch Comedy gemacht. Er beeindruckt mich sehr. Vielleicht wirst du auch mal unser Staatschef. Da. Gott bewahre. Nee, aber es ist ja tatsächlich so. Also er war Comedian und Schauspieler und Ja. hat ja in einer Comedy-Reihe den ukrainischen Präsidenten dargestellt und jetzt ist es. Und Das mein ist Lieber, schon also der fährt ja abgefahren. gerade wirklich zu Hochform auf. Ja, das ist, also ich finde es auch echt bemerkenswert, was der leistet, wie er eben sich nach vorne stellt vor sein Volk, auch eben so, ich kenne das halt nur aus Filmen, man muss es leider so blöd sagen, dass die Leute manchmal so einen Anführer brauchen als moralische Unterstützung, als dass man eben, ja, dass man wirklich glaubt, nur was zu erreichen. Und der könnte genauso gut ins Exil gehen, hätte auch wahrscheinlich jeder verstanden, und von dort aus regieren, eine Exilregierung machen, aber macht er eben nicht. Und er ist eben Comedian, er ist ein Entertainer. Also daher, vielleicht kann er sich deswegen auch gut darstellen, ohne irgendwas zu unterstellen, aber das ist
Es ist einfach ein sehr wichtiges Zeichen, was der sendet. Und ich glaube, der hat auch viel bewirkt, was die ganze Solidaritätswelle, die jetzt auch von den Staatschefs da auf die Ukraine, der Ukraine gegenkommt, da hat er auch mit viel beigetragen, weil er ihnen gezeigt hat, ich gehe voran, ich bin da für mein Volk und ich bleibe hier. Und ich meine, im Endeffekt weiß er, dass es ein sehr hohes Wahrscheinlichkeit gibt, dass er das nicht überlebt und macht es trotzdem. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, der ist vom April 2019, Süddeutsche, ja, findet man online. Der Titel lautet Der Siegeszug der Hofnarren. Da ging es darum, dass er schon gute Aussichten auf das Amt hatte, der Selenskyj, und zwar war das kurz vor der Stichwahl, bevor er dann tatsächlich Präsident wurde. Und in dem Artikel erklärt der Persönlichkeitspsychologe Willibald Ruch, warum derjenige, der Witz hat, oft die Macht hat. Das geht ja zurück zu den Hofnarren, also weil diejenigen waren, die alles aussprechen durften, was keiner sagen durfte. Ja, die Freiheit der Bühne, die Freiheit der Comedy. So ein bisschen ist es ja heute noch so. Natürlich darf man jetzt auch nicht mal alles aussprechen, durfte der Hofnarr wahrscheinlich auch nicht tatsächlich. Aber man kann einfach schon mehr sagen darum. Also man kann eben auch mal in Ecken gehen, wo es, wenn ich das jetzt auf der Straße einfach machen würde, wo ich verurteilt werden würde. Und da kann man auch mal edgy sein, wie man so schön sagt. Also ein bisschen schmutziger, ein bisschen gewagter, ein bisschen frecher. Wie man es auch mal nennen will. Und Und das, eben die Dinge überspitzt auf den Punkt bringen. genau, weil man sich darauf einigt, die Leute wissen, das ist jetzt eine Comedy-Veranstaltung. Das ist keine Rede, die ich halte, keine politische. Und deswegen kann man da mehr machen. Deswegen ist das anders, als wenn ich es in der Talkshow mache oder eben auf der großen Politbühne. Humor war für dich persönlich auch schon immer quasi überlebenswichtig. Das hast du alles zusammengefasst in deinem Buch, das da heißt Allein unter Schwarzen. Wie ich als Schwarzer in Bayern groß geworden bin. Also, Humor ist für dich tatsächlich auch eine Strategie. Ja, war es schon immer. Also auch gar nicht jetzt nur wegen der Hautfarbe. Generell war das immer schon meine Waffe, als einzige, was ich hatte. Ich bin klein, ich schaue anders aus und habe ich jetzt auch nicht mehr aktiv geholt. Ich wusste aber gemerkt, hey, Leute zum Lachen bringen, das liegt mir irgendwie. Und das ist halt meine große Stärke. Die habe ich dann halt auch benutzt natürlich. Und mein Buch heißt übrigens, so viel Weißbier kannst du gar nicht trinken. Mein erstes Programm hieß Allein unter Schwarzen. Das Internet lügt manchmal, offensichtlich. Ach, ich habe gar nicht weit genug runtergescrollt, stimmt. Ja, genau, das eine ist die CD. Es hat aber auch dasselbe Cover. Ja, da fand ich mich so hübsch. Nein, keine Ahnung, warum das so ist, ehrlich Ja, vor gesagt. allem Ich hast du hatte mal einen keine Verlag Mütze mit auf. ausgesucht. Aber denen hat das anscheinend gut gefallen. Und das Buch ist auch ein bisschen am ersten Programm Allein unter Schwarzen angelehnt, sage ich mal. Also viele Geschichten von der Bühne, die aus dem ersten Programm, die haben sie auch im Buch wiedergefunden. Nicht ausschließlich, aber auch. Okay, jetzt aber Piers on Earth und da bist du am 10. März in der Stadthalle Germering. Ja. Dann geht es erstmal nach Hamburg, Ascheberg, Eichstätt, Bochum, aber dann 22. April Lustspielhaus München und 29. April Alte Kaserne Landshut. Jetzt haben wir das auch untergebracht. Sehr gut. Und ich muss leider was sagen, es ist mir aufgefallen worden, ich spiele am 23. April in München und habe das selber einfach falsch auf meinen Insta-Post gemacht und habe das jetzt nur, wir haben es dann drin gelassen, auf der Haut. Also wenn man die Tickets kauft, sieht man es ja eh, aber das ist peinlich. Und ich kann niemanden dafür verurteilen, außer mich selber. Aber Deswegen hast du auch keinen ist Fehler nicht gemacht, du hast cool, es richtig als gelesen und Comedian das sowas zu geschrieben. machen. Ich meine, du kannst dir alles erlauben, ja? Du kannst Ja, einfach einfach mal so verrückt eine sein. Böcke schießen und sagst dann immer, ja, war ja Absicht, hab ja nur Spaß Immer gemacht. mal crazy sein, einfach mal durchdrehen. Du, pass auf, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Wir haben noch ein bisschen Zeit und dann spielen wir vielleicht ganz kurz Dreister. Hast du Bock? Ja, mega. Mhm. Auf jeden Fall. Piers on Earth, das ist das Programm, mit dem Simon Pierce jetzt wieder unterwegs ist. Am 10. März ist er in der Stadthalle Germering, alles weitere auf seiner Internetseite. Jetzt spielen wir aber Dreister. Dreister ist ein Partyspiel, das sind Karten mit Fragen drauf. Normalerweise muss man so eine Frage innerhalb von 8 Sekunden beantworten, da pfeifen wir jetzt drauf. Es geht los mit: Welche drei Dinge machst du immer, wenn du betrunken bist?
Lachen, rauchen und weiter trinken. Ich neige dann dazu, Freunde anzurufen, ihnen Nachrichten zu hinterlassen und so. Verrate drei Helden deiner Jugend. Pass auf. Bruce Lee, Michael Jordan und ich glaube Uru tatsächlich. Das war ein Rapper. Aber nicht sowas wie Spider-Man, Batman? Ja, nee. Ja, nee. Okay, nenne drei Dinge, die man gut kneten kann. Ich kann hören, was du denkst. Filthy little. Knete? Ja. Wurde übrigens in München erfunden von einem Apotheker. Das Spiel? Oder Knete? Nein, Knete. Ach so, tatsächlich. Schauen wir das ja. Hoden. Rein aus medizinischen Gründen. Ja, ja. Und Knödelteig. Ja, genau. Hast du eigentlich eine Tochter? Ein Sohn habe ich. Stell dir vor, er wäre eine Tochter. Nenne drei Personen, die du deiner Tochter niemals vorstellen würdest. Ihren zukünftigen Lebenspartner, weil sie ihn selber kennenlernen soll. Ex-Freundinnen. Und ich muss nicht jetzt lügen, weil ich bin ja so ein offener Mensch. Ich denke mir, jeder Mensch hat es verdient, einen anderen Menschen kennenzulernen, oder kann er selber schon was haben. Eigentlich. Auch meine Ex-Freundin. Eine noch? Die oder die? Okay, ich nehme die. Nenne drei Dinge, die schnell anschwellen können. Ach, Leute. Wut. Der Meeresspiegel, wenn wir da aufpassen. Aha. Und ein Hefeteig. Hefeteig? Stimmt nicht mal, der schwillt ja langsam. Gell? Ja, eben. Ja, generell schmeckt er. Aha. Ja gut, aber wir haben ja gesagt, schnell anschwellen. Egal, das war's. Simon, ich danke dir. Danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Bühne. Merci und alles Gute dir, und ich hoffe, das Spiel auch dreister heißt. Es war gut.